Hallöchen Leute, wir befinden uns hier wieder mit mir, The Blue Dead Let's Plays oder Timo im Startmenü von Slender. Ja, und das wollen wir jetzt natürlich gleich anzocken und starten das Spiel doch mal gleich. Wir haben gerade gehört, wie da jemand über den Zaun gesprungen ist. Und jetzt befinden wir uns in dem dunklen Wald. Und hoffen, dass uns hier der Slender nicht kriegt. Die dunkle Kreatur versteckt sich im Moment noch. Doch sobald wir die erste Seite gefunden haben, die wir ja alle 8 suchen sollen, weil wir die erste Seite gefunden und eingesammelt haben, ist es vorbei mit dem Versteckspiel. Dann geht die Jagd los. Dann werden wir zum Gejagten. Mal sehen, wann wir unser erstes Objekt finden. Bis jetzt haben wir noch nichts. Sehe ich da etwa da hinten ein Toilettenhäuschen? Und ja, ich sehe ein Toilettenhäuschen. Zum Glück geht es hier jetzt noch nicht so zur Sache. Und wir können uns noch in Ruhe hier reintrauen. Liegt dort etwas? Nein. Ein Glück. Das bedeutet, die Jagd auf uns geht also noch nicht los. Mal sehen. Wo sind wir hier gelandet? Hier ist auch noch keine Seite. Ein Glück, doch. Ein Glück. Hier. Wir gehen erstmal links. Wir sehen hier schon einen umgekippten Stuhl. Und hoffen, dass uns hier auch keine Seite erwartet. Eieiei, ein Glück. Das bedeutet, es geht noch nicht los. Aber wir werden noch früh genug gejagt werden. Das ist der Raum, in dem ich in meinem letzten Let's Play gestorben bin. Da hing genau hier auch eine Seite. Follows. Er folgt mir. Nun geht es los. Jetzt macht sich der Slender auf die Suche nach uns. Und wir werden natürlich versuchen, bevor er uns kriegt, alle 8 Seiten zu finden. Mal sehen, ob wir es diesmal schaffen. Denn wenn er uns vorher kriegt, sehe ich mich gezwungen, dieses Spiel wieder spielen zu müssen und wieder, so lange, bis ich alle 8 Seiten für YouTube gefunden habe. Oh, dort haben wir endlich noch eine Seite. Always watches, no eyes. Na los, klick doch da. Ah, man muss näher rangehen. So. Nun aber mal schnell weiter. Ah, dort haben wir einen Steinkreis gefunden. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Die Spannung steigt. Und mal sehen, wie ich ihn nun die dritte Seite finde. Da ist der Slender, da ist er. Er ist also schon hinter uns her. Er hat uns schon gesehen und gefunden. Mal sehen. Oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße, oh Scheiße. Schnell weg. Mal sehen, wann er uns kriegt. Ah,
Und dort ist er. Da, ich habe ihn gesehen. Egal, wie oft man dieses Spiel spielt, ob man es auswendig kennt, man weiß, was einen hier erwartet, aber trotzdem ist es immer wieder gruselig und man erschreckt sich, weil diese Atmosphäre macht einen einfach fertig. Und ich hoffe natürlich, dass es euch bis hierhin jetzt schon gefällt und ihr euch selber auch ein wenig gruselt, denn das ist ja der eigentliche Sinn dieses Spiels. Zwei Seiten haben wir bis jetzt. Und ich habe gelesen im Menü, man kann eine Karte öffnen, die ich aber hier noch nicht gesehen habe. Und es hat gerade angefangen, das Bild grausig zu werden, aber jetzt ist... Warte mal. Dort ist noch eine Seite. Jetzt haben wir die dritte Seite. Wir sollen ihn alleine lassen. Die Musik wird noch schummeriger. Oh, scheiße! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Scheiße, Leute! Ich hab mich jetzt richtig erschreckt. Bin richtig zusammengezuckt. Oh, ja. Scheiße, Mann! Scheiße, dort ist wieder unser Steinkreis. Einmal ganz tief durchatmen und hoffen, dass wir es überleben. Hoffentlich finden wir jetzt noch eine vierte Seite, denn drei Seiten, das ist ja wohl Pussykram. Damit kann ich mich ja nicht zufrieden geben. Es ist so dunkel hier und mitten in der Nacht kein Licht. Ich hab Angst. Bestimmt gleich, wenn ich auf Toilette gehe, steht der Slender da auch. Denn meine Hose ist schon ganz feucht. Ich glaube, ich habe mir da reingeschissen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er verfolgt uns noch. Oder wir haben einfach nur eine Bildstörung. Ja, das wird es wohl eher sein. Und wenn man ganz genau hinhört, hört man hinter uns noch andere Schritte. Etwas langsamere Schritte, denn seine Füße sind größer oder seine Beine und deswegen kann er uns natürlich schneller hinterherlaufen, auch mit kleineren Schritten helfen. Kacke, 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 kacke. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Wem sollen wir helfen? Wir brauchen doch selber Hilfe. Dort ist die Röhre. Die halbe. Und ich hoffe, dass das Slender uns dort nicht holt. Denn, naja, zu den Seiten können wir ja nicht weg. Nur nach hinten und vorne. Ich gehe dort hier jetzt mal nicht rein. Ich sehe ihn noch nicht. Oder nicht mehr. Dort haben wir noch eine Seite. Don't look or it takes you. Die Musik wird noch gruseliger. Oder schrecklicher. Fünf Seiten haben wir jetzt schon gefunden. Ich merke langsam, mein Puls geht in die Höhe. Und die Musik wird noch schummeriger. Oh kacke, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Hier klingelt gerade jemand. Aber ich kann jetzt nicht einfach aufhören. Da haben wir die sechste Seite. Oh scheiße, nein, 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 nein. Ah, ah, scheiße. Nein, nein, nein. Scheiße, scheiße, er hat uns geholt. Okay, Leute. So, Leute, das war's. Oh, ich hoffe, ihr habt auch so einen Schrecken gekriegt wie ich, denn das ist ja der Sinn des Spiels. 6 von 8 Seiten haben wir gefunden. Wir steigern uns. Vielleicht schaffen wir beim nächsten Mal 7 oder sogar 8. Naja, das war's jetzt von mir, Timo. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal.